Oliver Janich verhaftet, dreht sich das schon seit 2021 um diese Aufnahme hier bei Markus Lanz. Die schauen wir uns jetzt gleich auch mal an. Und vorher gucken wir mal ganz kurz in der Dia-Show im Netz. Oliver Janich auf den Philippinen festgenommen. Die übliche Verschwörungsgeschichte, alles bibabubabubabab. Es gibt hier gerade 600 und ein paar kleine Ergebnisse. Sein Kanal, da wird auch auf Telegram verwiesen, etwas mehr wie 150.000 Mitglieder, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und dann gibt es hier noch die Webseite Goodbye Germany. Ich verlinke die gleich hier, da gibt es noch verschiedene Beiträge, die ich gleich mal kurz zeigen will. So, dann geht es um ein Video, das lief hier bei Markus Lanz. Dezember 21 müsste das gewesen sein. Wir hören mal kurz rein. Im Chat 160.000 Menschen angemeldet und er sagt, alle Regierungsmitglieder in Deutschland müssen standrechtlich erschossen werden. Wenn Sie solche Sätze hören, ist die Frage, was heißt das für uns? Im Kern eine strafrechtlich relevante Frage. Und der sitzt halt in den Philippinen, damit er sich hier auch dem allgemeinen strafrechtlich erstmal nicht aussetzen muss. Ja, war ja der Plan. Ich meine, Oliver Janich ist ja schon ein paar Tage auf den Philippinen, bietet da ja auch verschiedenen Regierungsgegnern kostenpflichtig Unterschlupf, lebt von Spenden und ist natürlich, man nennt ihn gerne so ein bisschen mit den Rechten. Da kommen wir dann wieder zu dieser Geschichte hier. Na, ganz unten. Juristisch gesehen dürfte es für Janich von Vorteil sein, nicht in Deutschland zu weilen. Schließlich forderte er noch im Dezember 21 die standrechtliche Erschießung aller Regierungsmitglieder. Ja, Eva Herrmann, Bodo Schiffmann, die Carola Javid Kiestel, Ignat Berat, die Volksverhetzung. Ja, selbst der Volkslehrer hat sich auf und davon gemacht, weil das irgendwie ein bisschen doof läuft, ne? So. 160.000 Menschen angemeldet und er sagt, alle Regierungsmitglieder in Deutschland müssen standrechtlich erschossen werden. Ja, das hat aber nicht jetzt so ganz so in dem Kontext gesagt, sondern da ging es um Corona. Und das ist auf seiner Telegram-Gruppe auch noch ordentlich nachzulesen. Es ist natürlich eine gewagte vage Formulierung. Ne? Für mich würde ich persönlich schon sagen, Volksverhetzung, ganz klarer Fall. Mal ganz davon abgesehen, wer will da irgendwie eine ganze Regierung erschießen? Das ist ja gar nicht praktikabel. Ne? So, der zweite ist, das macht auch so keinen Sinn und da macht ja wahrscheinlich auch keiner mit. Ne? Und so eine Einzelperson hat da schon eine Menge mit zu tun, alle zu erschießen. Ne? Die werden ja auch unheimlich gut bewacht. So, das Ganze war jetzt übrigens auch ziemlich satirisch gemeint. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schon eine heiße Nummer, auch verbal, auch schriftlich solche Sachen dann niederzuschreiben. Und es ärgert ja scheinbar die Großen dieser Welt in Berlin. Ne? Wenn Sie solche Sätze hören, ist die Frage, was heißt das für uns? Ja, erstmal nichts. Ne? Es haben ja alle überlebt. Aber ich gehe da schon auch d'accord. Das ist von der Formulierung also weit, weit, weit über das normale Ziel heraus. Und jetzt ist es die große Preisfrage. Deutschland hat daraufhin ein Auslieferungsersuchen gestellt. Der Vorfall ist ja gewesen in 2021. Jetzt haben wir ja schon fast Ende 2022. Da können wir mal sehen, wie lange solche Geschichten auch dauern, bis die überhaupt ja, umgesetzt werden. So, Oliver Janich verhaftet, sitzt jetzt, so wie man hörte, am Flughafen oben in Manila und wartet auf seine Abschiebung. Ne? Ob die jetzt tatsächlich stattfinden wird, ist die eine Geschichte. Die zweite, was da bei der Geschichte jetzt da rauskommen wird, ja, man muss halt abwarten. Ne? Aber man darf sich, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht wundern, dass der Staat anfängt, bissig zu werden, wenn man bei 150.000 Leuten in einer Telegram-Gruppe
so Dinge raushaut oder ja, halt nicht sofort eingreift. Na, man hat ja auch die Verantwortung, auch den Gruppenmitgliedern gegenüber, dass da einzelne Extremisten weit über die Ziele schlagen und man ist dann halt als ja, Gruppenbesitzer dafür verantwortlich, was da passiert. Ne? Ich bin gespannt, wir werden sehen. Quellen hier unten unter dem Video, lasst ein Like da und wie gesagt, es wird an allen Ecken und Enden jetzt wieder, ne? Der Staat schlägt zurück, YouTube wird gesperrt, die Meinungsfreiheit ist kaputt. Nein, ist sie nicht. Ne? Da muss man eine Geschichte noch mal ganz kurz ins Auge fassen. Ich ziehe mal noch mal, da ist er schon hier. Meinungsfreiheit ist die eine Geschichte, Volksverhetzung ist eine andere, eigentlich für jeden klar erkennbar. Ja, und jeder haftet für das, was er tut. Und ganz ehrlich, irgendwo ist das ja auch richtig, ne? So, meine 5 Cent zur Sache und das war's. Ciao, miau.